Hallo Hansa-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hansa Intim, dem Live-Talk aus dem Fanhaus. Und wie die letzten Sendungen auch, können wir hier ausverkauftes Haus melden. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Boah, hat der krasse Oberschenkel. So war der Ausruf eines Trainingskiebitzes, als du das erste Mal hier den Trainingsplatz oder den Wettkampfplatz betreten hast. Herzlich willkommen unserem Neuzugang im defensiven Mittelfeld, José Alex Ikeng. Und bevor wir jetzt über Muskeln und andere Dinge aus deinem Leben sprechen, José Alex Ikeng ist soweit richtig ausgesprochen oder spricht man das komplett anders aus? Das ist soweit richtig ausgesprochen. Ja. Und wie rufen dich deine Mitspieler auf den Platz, beziehungsweise wie möchtest du, dass die Fans dich rufen und ansprechen? José Alex oder doch ganz anders? Ja, ich heiße José, ja. Und die Mitspieler, um das zu vereinfachen, habe ich halt einen Spitznamen, Joe, nennen mich alle, rufen mich alle. Das ist wahrscheinlich auch einfach auf dem Platz. Und ja, die Fans, keine Ahnung, die Fans suchen sich da wahrscheinlich immer selbst Namen, oder? Wie sie einen dann rufen wollen oder keine Ahnung. Ja. Vermutlich schon, aber Joe ist, denke ich, ziemlich einprägsam. Und ja, das ist einprägsam. Wenn du ja das so freigibst, dann werden wir dann jetzt sozusagen Joe dann auch mit nennen. Wenn man so ein bisschen tiefer buddelt, dann findet man aber noch einen weiteren Vornamen. Ist das korrekt? Ja. Und der, also ich weiß gar nicht, wie ich ihn aussprechen soll. Mem? Ja, genau. Mem, das bezieht sich auf den, das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Das ist der Mädchenname meiner Mutter. Mhm. Und das ist in Kamerun üblich, dass man den einem Kind auch noch mitgibt, sozusagen. Also der Name eines Großvaters mütterlicherseits, dass man das einem Kind auch noch mitgibt. Ich habe 4 weitere Geschwister. Und ja, 2 davon haben auch noch Namen von meinen Großeltern, von meinem Opa. Also das ist völlig normal. Aber das ist der dritte Name dann in meinem vollen Namen. Also der ist gar nicht so relevant. Ist eben einfach, er ist nur mit da. Ich bin nur drüber gestolpert, ist, dachte, genau, was ist das denn jetzt? Mit, ne? Dabei, genau. Ein Artikel von unserem Medienpartner NNN, Norddeutsche Neueste Nachrichten vom 20.01. Neuverpflichtung für das defensive Mittelfeld zeigt sich besonders von der Kulisse bei den Übungseinheiten und Spielen angetan. Wie viele Fans hier dabei sind, sowas habe ich im Trainingslager weder bei Stuttgart noch bei Bremen und auch nicht in Ingolstadt erlebt. War das jetzt nur was Nettes, was du den Fans sagen wolltest, oder ist das tatsächlich so, dass unsere Fans hier doch ein ganz anderer Schnack sind? Das ist doch tatsächlich so. Also vor allem im Trainingslager habe ich das so extrem noch nicht erlebt, muss ich sagen. In Ingolstadt ist ein relativ junger Verein. Die haben noch nicht so eine große Fanbase, noch nicht so eine große Fangemeinde, verständlicherweise. In Bremen, ja, nicht alles kann man kaufen. Da waren wir, bitte? Nicht alles kann man kaufen, ne? Was hast du jetzt gesagt? Nein, Spaß beiseite. In Bremen, die haben natürlich eine lange Geschichte, aber selbst da im Trainingslager waren vereinzelte Gruppen dabei. Also das war nicht so organisiert, das war nicht so die Norm, dass da jetzt so viele Fans mitgehen und dann auch bei den Freundschaftsspielen so eine Stimmung hervorbringen. Ja, das war schon was Besonderes oder ja, was Außergewöhnliches im Trainingslager für mich. Und sowas Besonderes jetzt bei diesem Heimspiel gegen Regensburg, da konntest du ja noch nicht mitwirken, aber war das auch so eine besondere Stimmung und hat dich nochmal wieder dazu überzeugt, dass die Fans was Besonderes hier auch sind? Ja, auf jeden Fall. Also man muss schon sagen, das ist schon was Außergewöhnliches. Ja, jetzt ohne jetzt den Fans jetzt schmeicheln zu wollen oder irgendwie jetzt irgendwas Besonderes sagen zu wollen. Ein Freund von mir war da aus Stuttgart. Der sagt, der hat was ganz anderes erwartet für die dritte Liga. Ich meine, das ist ein langjähriger Freund, der hat mich schon erlebt bei Stuttgart, bei Werder Bremen. Der war bei einigen Spielen dabei und der hat gesagt, das war hier für dritte Liga, ist das immens. Ja, schon, der war noch nie in Rostock, kam hier ins Stadion rein, der meinte, wow, das ist ja das ist extrem. Und dann noch die Fans und die Stimmung, ja, ist schon top. Für dritte Liga ist das schon außergewöhnlich, ja. Findet man nicht viel. Grund für den Freund, vielleicht mal häufiger hierher zu kommen. Ja. Ja, ne? Mal schauen. Apropos Fans und Fanliebe und Fanfrust, ja, muss ich jetzt gleich auch mal an dieser Stelle sagen, Mann, waren wir sauer auf dich. So einen Hals haben wir gehabt auf der Tribüne und haben gesagt, wenn wir den nochmal irgendwo erwischen. Vielleicht kannst du dir ungefähr denken, um welches Ereignis ja, das sicher, hier geht. Ja, sicher kann ich mir das denken. Ja? Ja. 24. Februar 2012. Ja, da erinnere ich mich. FC Hansa Rostock. Das war eines meiner wenigen Tore, aber ich entschuldige mich nicht dafür. Nein,
Ganz im Gegenteil. Ich denke, als Spieler, wenn man, egal bei welchem Verein man ist, die Fans, die man im Rücken hat oder den Verein, den man auf der Brust trägt, für den sollte man auch immer alles geben. Und ich habe damals für Ingolstadt alles gegeben. Ich habe mich über das Tor gefreut damals. Das war ein wichtiges Tor im Abstiegskampf damals. Das waren drei wichtige Punkte für uns. Und ja, wenn ich das Gleiche für Rostock tue, dann freut es mich auch. Ne? Ich will ja auch, ich spiele jetzt hier bei Hansa. Und wenn ich so ein entscheidendes Tor mache, dann freue ich mich auch Jahre später darüber, egal ob ich dann mit dem Gegner spiele oder nicht. Okay, ich wollte nur noch mal so richtig, um bei mir auch in die Wunde zu bohren, ja, hier solche Bilder findet man dann von dir, also wie er hier durch unser Stadion dann läuft. Und vor allen Dingen, das Schlimme an der Sache war, der FC Hansa Rostock drückend überlegen, ja, also 1-0 durch berechtigte Elfmeter von Freddy Bohr und Ingolstadt eine Chance und zwei Tore gemacht. Eine Chance und zwei Tore? Ja, Stefan Gusche, Eigentor. Ein Wahnsinnskopfball, wo man noch heute nicht weiß, wie dieses Ding drin war. Stimmt, das Eigentor, stimmt. Ja. Und 72. Minute, Todesstoß, ja, Chaussee, guck mal, hier, Alex da, da habe ich dem Mintal einen mitgegeben. Mintal den Ball weggenommen und vorne das Tor weg, gemacht. Ne? War schon ein schönes Tor. Ja, gut. Ingolstadt, Ingolstadt sind ja auch so Hanseaten, Ex-Hanseaten da, also mit Colin Quarner sollst du eine ganze Menge unternommen haben. Unser Ex Leo Haas ist da, genau. Bestehen war da noch da. So? War, ja, war da. Colin war auch da, jetzt beide mittlerweile nicht mehr da. Ja. Hast du noch so Kontakt zu denen oder zu Ingolstadt noch? Ja, zu Ingolstadt habe ich noch ein bisschen Kontakt. Ich habe, also wie gesagt, mit Colin, der ist zwar jetzt nicht mehr da, aber ich habe noch mit ein paar Mitarbeitern aus der Geschäftsstelle mit Physios noch ein bisschen Kontakt, da schreibt man sich ab und zu hin und her. Aktuell ist ja eins unserer Talente zu den Schanzern gewechselt, ja. mit Max Christiansen. Aber das Thema Audi-Stadt lassen wir jetzt mal am besten ein bisschen außen vor, weil seit 2010 Relegationsspielen habe ich da so ein bisschen unwohles Gefühl in der Magengrube und das geht hier einigen Fans, denke ich, ähnlich. Ne? So, Joe, geboren bist du in Bafia, Kamerun. Ja. Und Amtssprache da Französisch oder Englisch? Was lernt man da? Amtssprache ist größtenteils Französisch. Ein kleiner Teil im Norden spricht Englisch. Und ja, es gibt halt viele Stammessprachen. Tausende, viele Bantusprachen. Also oder Hunderte, die ganzen Dialekte. Ja, wie viele? Tausende sind es, glaube ich, nicht. Verstehen die sich alle untereinander? Oder? Das ist das Witzige, die verstehen sich alle untereinander. Die Kinder, die da aufwachsen, sprechen teilweise fünf dieser Sprachen, ja, weil sie halt, weil man ja nicht mehr in diesen Stämmen lebt, sondern man lebt ja mit verschiedenen Stämmen, also Stämmen ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, weil das gibt es ja nicht mehr, aber die sprechen halt ihre Sprachen und die Kinder schnappen das überall auf und sprechen dann dementsprechend viele Sprachen, ja. Aber hauptsächlich natürlich Französisch in der Schule und Englisch. Sprichst du auch so eine Landessprache noch? Kannst du das auch? Oh, ich verstehe sie, unsere Sprache. Ich verstehe sie, aber sprechen ist ganz, also, ganz schwer. Hansa Rostock ist der beste Club der Welt. Könntest du das nicht könnte übersetzen? Das leider nicht übersetzen. Das können wir dann nochmal üben das oder nochmal rausfinden. Das übe ich bis zum nächsten Mal, versprochen. Kamerun ist mir ja eher bekannt, wenn ich das Erste, was ich daran denke, Roger Miller. Ja. Und der Makossa-Tanz um die Eckfahne und so. Ja. Der Name sagt ja auch noch, warst du da zu jung für, als der getanzt ist? Als der getanzt hat, war ich noch zu jung, ja. Aber natürlich mit der Zeit bekommt man das natürlich alles mit, wenn man älter ist. Dann erzählen die und dann sieht man ja auch. Und das ist ja auch das, worauf man immer angesprochen wird. Ne? Roger Miller damals, ja, Supermannschaft und ja. Verfolgst du so als Deutsch-Kameruner, als Deutsch-Afrikaner, verfolgst du auch den afrikanischen Fußball? Interessiert dich das eigentlich überhaupt nicht? Ja, doch, schon. Letztens vor einer Woche ist ja der Afrika-Cup zu Ende gegangen. Da schaut man sich schon gerne an. Ja. Du hast ja für die deutsche U18 acht Spiele bestritten, drei Tore geschossen. Hat der kamerunische Verband nie angefragt irgendwie mal? Ja, damals war das für mich auch gar keine Option für die kamerunische Nationalmannschaft zu spielen. Und angefragt haben sie auch nicht, auch nach dieser Zeit. Wie ist das eigentlich, wenn man im Jugendalter in die Nationalmannschaft berufen wird? Kriegt man da einen Anruf oder geht das über den Trainer? Oder wie passiert sowas? Oh, da durchläuft man eigentlich mehrere Schritte. Zuerst gibt es ja diese Landesverbände, wo man in relativ jungen Jahren schon hinkommt, wenn man gut genug ist sozusagen. Und dann geht es ja über diesen wie heißt das nochmal in Duisburg? Ich glaube, Landespokal ist das. Also wo dann alle Landesverbände gegeneinander spielen und dann sind auch da sind auch die DFB-Sichter für die jeweiligen Jahrgänge.
Und da werden halt die besten Spieler sozusagen gesichtet für die Nationalmannschaften. Und unter anderem war ich dann auch dann irgendwann dabei. Und da wird man eigentlich direkt angesprochen. Man weiß eigentlich schon nach diesem Landespokal, dass man entweder berufen ist oder im erweiterten Kader ist. Und dann ja, läuft das so ab, dass man dann eine Einladung bekommt. Und der Trainer sagt halt irgendwann, hey, deine Einladung ist gekommen, du musst dann und dann zum DFB. Und macht einen schon stolz, ne? Dann mal so ja, klar, auf jeden Fall. Natürlich, das ist was Besonderes. Das ist ein kleiner Kreis. Ja. Vor allem in deinem Jahrgang gehörst du dann zu den 18, 20 Besten in ganz Deutschland. Das ist natürlich eine große Ehre für einen auch. Und das bestätigt einen auch, dass das, was man macht, dass man das gut macht und dass man das weiterhin so machen sollte. Mit 6 Jahren bist du mit deiner Familie nach Deutschland gekommen und hast dann beim VfR Sersheim mit dem Kicken begonnen. Ja. Und wenn man so Berichte aus der Zeit liest, dann hört man immer wieder raus, dass da du mit Stolz berichtest, dass du sehr viel einem bestimmten Trainer zu verdanken hast. Ja. Das ist auch, wie ich an deiner Reaktion merke, das ist auch tatsächlich so. Was war an dem so besonders? Ja, der Mann, der hieß Waldemar Schneider, wenn ich das so sagen darf. Ja. Der war mein erster Trainer. Ja, das war ganz... Ich kam halt hierher mit 6 Jahren, konnte noch nicht so gut Deutsch. Und meine Schwester hat mich dann so dahin geführt zu dieser Mannschaft. Ich habe mich nicht richtig getraut zu fragen, ob ich mitspielen darf. Dann ging meine Schwester zum Waldemar und hat gefragt, ob ihr kleiner Bruder mal mitspielen darf. Und ich habe mitgespielt, war relativ gut. Er hat gesehen, ja, der Junge kann ein bisschen was. Und ab dem Moment war da irgendwie so eine besondere Beziehung zwischen ihm und mir. Und er hat mich halt gefördert. Er hat mich halt Schritt für Schritt mitgenommen, halt auch zu den Vereinen, zu denen er auch hingewechselt ist. Und er hat mir viele Dinge beigebracht, ja, auch im persönlichen Umgang. Und ja, ihm habe ich schon sehr viel zu verdanken. Ja. Und wo ich nämlich über ihn gestolpert bin, weil er in sehr vielen Online-Foren auch tatsächlich auch trotz seines Alters unterwegs ist und überall, wo das Thema auf dich zu sprechen kommt, er wirklich Partei für dich ergreift und dich verteidigt. Ein Thema war da, wo er geschrieben hat, ich bin der Jugendtrainer von Schuss José und habe ihn 10 Jahre lang trainiert und betreut. Das größte Talent, was ich unter meinen Fittichen hatte. Aber was er sich während den Spielen alles hat gefallen lassen müssen, viele üble Beleidigungen aufgrund seiner Hautfarbe und weit mehr. Aber er war nicht nur ein außergewöhnlicher Spieler, sondern auch mental stark. Er wurde nie handgreiflich da, aber er hat trotzdem zurückgeschlagen, und zwar mit Toren. Mhm. Und das waren nicht wenige. Mhm. Das ist doch eine tolle Aussage von so einem Trainer. Das ist eine tolle Aussage, ja. Macht, ne? Wer kann das beurteilen, wenn nicht er, ne? War das wirklich so übel auf dem Platz, dass die dich ordentlich behakt haben da in deiner Jugendzeit? Ja, was heißt übel, ja. Übel liegt immer im Auge des Betrachters. So, ne? Also ich habe das nie, klar, trifft das einen irgendwo, aber ich bin nicht der Mensch, der auf solche Dinge negativ reagiert oder so. Ich ziehe dann eher so Stärke daraus. Ich habe dann, wie gesagt, wie er auch da berichtet, versucht immer mit Leistung das dann zu belegen. Und ja, ist mir ganz gut gelungen, wie er da schildert. Tore sind ohnehin sowieso immer die bessere Antwort als Gegenbeleidigung oder Faustschläge oder irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Ja, 2003 nach Stuttgart zum VfB ins Internat gekommen und kurz vorher aber noch gegen den VfB gespielt in einem legendären Spiel im Hallenpokal. Oh ja, ne? Das war legendär, ja. Wo du zwar zwei Tore geschossen hast, aber trotzdem nicht so gute Erinnerungen dran hast. Nein. nein. Das war... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, das ist so lange her. Jetzt packen sie ganz alte Geschichten aus, muss ich mich ein bisschen anstrengen. Du hast mal gesagt, 9 Meter schießen, und weil du den Entscheidenden dann verschossen hast, das hat so lange gebohrt. Stimmt, genau. Wir haben relativ mit Ludwigsburg war das. Das ist so ein bisschen so eine kleinere Stadt bei Stuttgart, da habe ich gespielt. Und ja, wir haben gegen den großen VfB gespielt, ne? Und wir lagen vorne. Ich habe 2 Tore gemacht. Dann kam kurz vor Schluss der Ausgleich. Dann ging es ins Elfmeterschießen und ich habe leider einen verschossen. Ja, den entscheidenden, alle anderen haben reingemacht, und ja, dadurch haben wir verloren. Ja, das wäre natürlich was gewesen, hätten wir die geschlagen, aber nichtsdestotrotz war das ein Riesenerfolg für uns. Ja, wir haben uns trotzdem gefreut. Aber es weiter. Man sich trotzdem noch an solche Kindheitsspiele dann erinnert, ja, weil die so einprägsam waren. Das waren schöne Momente, ja. 2004 mit dem VfB Deutscher B-Jugendmeister geworden, 2006 Fritz-Walter-Medaille in Bronze, die ich übrigens irgendwann mal sehen will. Ich lese das immer nur, weil so viele Medaillen sind. Die habe ich zu Hause in irgendwelchen Kartons, so lange her.
Gold in dem Jahrgang Sergei Iwoljuschkin. Ich fand immer zweimal Spieler des Jahres. Genau, der hat auch mal hier gespielt, Sergei. Ja, stimmt. Er war da. Ne, hat, auch Kurzeinsätze hat er auch gehabt. Aber er war ja zweimal bester Nachwuchsspieler Deutschlands. Ne? Aber was mich interessiert, zweimal. U17, einmal U18 wow. hat er gewonnen. Was mich da noch interessiert, auch für die Bronzemedaille gibt es 10.000 Euro. Hast du die gekriegt oder der Verein? Ich glaube, das wurde dann aufgeteilt unter meinen Jugendvereinen. Mhm. Ach so, da gibt es auch richtig so eine Regelung. Weil genau. ne, 10.000 Euro sind ja schon eine Stange Geld. Ich habe die nicht bekommen, also ich wüsste nichts davon, dass ich sie bekommen hätte. Ich hätte das schon gemerkt, glaube ich. Ja. Und in Stuttgart sollst du dann auch laut Hörensagen auf Dennis dann so weitlich getroffen sein? Ja, aber privat. Mhm. Sein Cousin hat mit mir gespielt beim VfB. Und er war ihn mal besuchen und dadurch haben wir uns mal kennengelernt. Ja, viele aus der Familie Weidlich, die spielen. Ne? Sein Bruder, spielt ja jetzt hier bei Neustrelitz. Neustrelitz, genau. Mhm. Stürmer. Ja. Sein Cousin spielt in Elversberg mittlerweile. Mensch. Ja, und nach deinen Jugendjahren, deinen Lehrjahren, der Sturm- und Drangzeit, bist du ja jetzt als gereifter Spieler hier nach Rostock gekommen. Und hast ja denn hier den Dennis Danso dann auch gleich wieder getroffen, aber im Trainingslager, da gab es ja dann schon die ersten Probleme mit ihm, habe ich gelesen. Inwiefern? Dass er geschnarcht hat ein bisschen? NNN, Norddeutsche Neueste Nachrichten, 22.01. steht, die Voraussetzungen sind hier gegeben, um den Anstrengungen des Arbeitstages, um zu relaxen. Nur das Wohlbefinden von Sportfreund Ikeng wurde beeinträchtigt, wie er mit einem Grinsen verrät, Dennis hat geschnarcht heute Nacht. Ne? Ja, das war, er hat... Also nochmal vom Medienpartner, so zur Erinnerung, da ihr wart hier in einem Zimmer, ja? Ja. Und du hast dich in deiner Nachtruhe gestört gefühlt. Nein, nicht gestört. Er hat, wenn wir 7 Nächte da waren, hat er vielleicht 3 Nächte geschnarcht. Wird reichen. Das war, ja. Ja, ich meine, wenn man da so viel trainiert, da kann man auch mal abends kaputt ins Bett fallen und schnarchen. Habe ich ihm nicht so übel genommen. Ah, okay. Wenn die anderen dann schlafen, also ich kann das überhaupt nicht, aber ich würde ein Kissen nehmen und... Ah, er war zu weit weg von mir. Die Betten waren zu weit auseinander, sonst hätte ich das vielleicht mal gemacht. Aber ich habe zwischendurch immer gerufen, da war er kurz ruhig wieder und dann hat er wieder angefangen. Also, das ist wie auf dem Platz, auf Zuruf wird sofort reagiert. So, eigentlich solltest du nicht jetzt zum FC Hansa Rostock wechseln, sondern schon vor vielen Jahren, habe ich gelesen. Und zwar 6.06.2009, transfermarkt.de. Transfergerüchte, 80% Wahrscheinlichkeit, Hansa Rostock an Ikeng interessiert. Wir sind ja hier nur unter uns. War da was dran? Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so... Ja, okay, nachher ist ja egal. Also, ich habe mal einen Anruf bekommen, ja, war auch ein nettes Gespräch. Nur damals war meine Situation eine andere. Ich habe da eher ein bisschen nach oben geschillt. Und er hat mich dann für andere Dinge entschieden damals. Das deckt sich auch sogar mit der Aussage unseres damaligen sportlichen Leiters, René Rüdlewitz. Und für alle interessierten Fans jetzt René Rüdlewitz-Gubanov inzwischen, der die Kontakte, die direkten Kontakte eigentlich dementiert hat, hat gesagt, es gab nur einen Anruf sozusagen. Also insofern war das tatsächlich schon mal, wenn alles anders gelaufen wäre, dann wäre es jetzt schon vielleicht ein paar Jahre hier. Ja. Wenn wir jetzt so über deine Karriere auch sprechen, dann kommen wir natürlich über ein blödes Kapitel nicht drumherum. Und das sind die ganzen üblen Verletzungen, die du hast. Ne? Wenn man das so zusammenfasst, im August 2006, dritter Spieltag Regionalliga Süd für die zweite Mannschaft des VfB, Kreuzbandriss, rechtes Knie. Dann die Operation, 2007 ins Training eingestiegen, wieder Kreuzbandriss. 2009 bei Werder Bremen, Kreuzbandriss im anderen Bein. Also mit 21 Jahren schon 3 Kreuzbandrisse, so viel Pech kann man doch gar nicht haben. Ne? Also so richtig ins Klo gegriffen dabei. Ne? Was soll ich sagen? War halt so, ne? Ist das eventuell auch, um auch nochmal auf die Ausgangsfrage zu kommen, das der Grund, warum du solche Hammer-Oberschenkel hast? Ja, also ich hatte schon immer die Veranlagung. Es wäre jetzt gelogen zu sagen, dass ich mir das alles antrainiert habe. Aber selbstverständlich habe ich nach solchen Verletzungen immer viel Krafttraining machen müssen und nach wie vor immer noch ein bisschen regelmäßig pumpen muss.
um das so beizubehalten, ja, weil das dann einfach die Knie stabilisiert. Und so habe ich mir nämlich gedacht, dass diese dicken Oberschenkelmuskeln sozusagen das Knie in irgendeiner Form so wie eine Manschette von außen dann stützen, dass sowas nicht mehr passiert. Weil seitdem ist ja, das sind ja die Kreuzbänder heil geblieben. Das ist ja doch schon eine ganze Weile her, dass das so ist. Und das könnte ja dann die Lösung sein des ganzen Problems. Ich hoffe, ja. Wir drücken jedenfalls die Daumen, dass das... dass deine Verletzungskarriere hier in Rostock damit komplett beendet ist. Und was passt dazu schöner als auch aus deiner Bremer Zeit, wo die damals dir das schon so gesagt haben, ne? Yes, Ikeng. Ne? Das fand ich ja, das kennst du aber, ne? Die Sache, die man da gebracht hat. Ja, drei kurze Fragen. Darf ich das mitnehmen? Das natürlich, kannst du gerne mitnehmen. Kannst du auch einmal signieren und Silvia wird sich auch drüber freuen. Nein, aber das darfst du so mitnehmen. Drei kurze Fragen zum Abschluss. Hast du fußballerische Vorbilder? Ja. Kann man drüber sprechen, oder? Man kann drüber sprechen, ja. Wer wäre das? Ja, da gibt es so einige, würde ich sagen. Also ich habe immer bewundert damals Patrick Vieira, langjähriger Spieler der französischen Nationalmannschaft, auch auf meiner Position ähnlich. Jetzt momentan gibt es aktuelle Spieler, ja, Touré mag ich sehr, ne? Aber es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man selbst noch spielt als Vorbilder. Früher war es Lampard, genau. Ja, der ist jetzt ein bisschen über seinem Zenit, aber der war zu seiner Hochzeit war er schon auch eines meiner Vorbilder. Ja, naja, bei Man City ist auch noch, ist immer noch ziemlich weit. Ja, drin, ist, ne? Ist schon noch hoch, aber ich glaube, er lässt das so ein bisschen ausklingen. Ja. Zweite Frage. Mecklenburger Abend, eine coole Sache, wo man nochmal dran teilnehmen sollte oder eher eigentlich nicht so dein Ding? Der Mecklenburger Abend, Hansa tischt auf. Dein erster Auftritt da vor Fans, wo geschlemmt wurde und wo die Spieler verlost wurden an die einzelnen Tische. Ja, war ein super Abend, war ein entspannter Abend. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Also wir sind da zu den Tischen zugeteilt worden und ja, war eigentlich sofort eine coole Atmosphäre mit den Tischnachbarn. Hat man dir auch so angemerkt, nämlich. Ja. War alles sehr entspannt. Man hat sich gut unterhalten, man hat gut gegessen. Was will man mehr? Und letzte Frage, auf welchem Tabellenplatz wird der FC Hansa Rostock nach dem 38. Spieltag stehen? Auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Ja, sehr schön. Also damit gehst du unisono mit deinen ganzen Mannschaftskollegen. Joe, vielen Dank, dass du dir heute Abend hier Zeit genommen hast für die Fans. Wir werden deine Nerven dann gleich nochmal, wie zu Beginn auch nochmal bei einer Runde Uno testen, ja, ob das dann wirklich dein Ehrgeiz ist. Aber nachher dann ernst, nicht so wie vorhin. Dann natürlich, dann richtig ernst. Wir drücken die Daumen, dass du schnell wieder in deinen Wettkampfmodus hier kommst für den FC Hansa Rostock und dass wir mit der Kogge zusammen die ganzen anderen komischen anderen Buddelschippe der dritten Liga entern. Also, willkommen an Bord. Danke.